Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt von diesem Video. Ich habe dieses Video benannt oder benenne es BGE, bedingungsloses Grundeinkommen, Doppelpunkt, Leben statt Angst. Inspiriert wurde ich zu diesem Video jetzt durch ein Video von For More Democracy 2011. Es heißt die Geldsystemverschwörung, leistungsgedecktes Geld versus leistungsloses Einkommen, Teil 1. Das heißt, es wird wohl noch einen Teil 2 geben, bin ich sehr gespannt drauf. Ist ein sehr gutes Video, was vielleicht den kleinen Nachteil hat, dass ein Aspekt der Verschwörung oder Verschwörungstheoretiker gegen das BGE vielleicht ein klein bisschen zu weit ausführt, sodass vielleicht manche nicht mehr zum zweiten Teil des Videos kommen, wo halt das erklärt wird, was ich auch ein bisschen ausführen möchte, halt, dass das bedingungslose Grundeinkommen halt ein System ist, was ja das Leben an sich würdigt. Dass wir wegkommen von diesem in unserer Gesellschaft vorhandenen Leistungsfetischismus und der totalen Ökonomisierung, die wir erleben, wo man teilweise das Gefühl hat, man kann alles irgendwie in Geld und Leistung bemessen. Und Ungerechtigkeiten sieht man in dem System nur dann, wenn halt Leistung nicht entsprechend gewürdigt wird. Was in diesem System natürlich oft passiert. Zeitarbeitern wird ihre Arbeit normalerweise halt in keinster Weise entsprechend gewürdigt. Sie machen teilweise schwerere Arbeit als ihre Kollegen, bekommen weniger Geld. Das ist ja auch alles richtig. Aber ich glaube, wenn wir wirklich eine zukunftsfähige Gesellschaft bauen wollen, dann sollten wir halt den Leben, menschliches Leben, aber auch das Leben überhaupt, in den Mittelpunkt all unserer Überlegungen stellen. Und dies tut das BGE, indem es halt sagt, jeden Menschen, egal ob er leistungsfähig ist oder nicht, steht zumindest einmal ein Existenzrecht zu. Und zwar bedingungslos, dafür muss der auch nichts tun. Solange dieser Mensch die Gesellschaft nicht schädigt, hat er einfach das Recht zu machen, was er möchte und zu leben. Und zwar auch angstfrei zu leben. Auch zu wissen, dass er nächsten Monat, nächstes Jahr auch noch leben kann. Was momentan in unserer Gesellschaft, weiß man es ja nicht. Hat man Arbeit, kann man sie verlieren? Ist man von den sozialen Sicherungen abhängig, weil man eventuell nicht mehr arbeitsfähig ist oder auf dem Arbeitsmarkt quasi keine Chance mehr hat? Ja, dann läuft es halt oft daraus hinaus, dass man das wirklich nicht sagen kann. Man kann auch in die Zukunft schlecht planen, man kann keine Familienplanung machen, weil man halt auch nicht weiß, wie entwickeln sich die sozialen Systeme, wie entwickelt sich die Arbeitswelt. Das heißt, mit einem bedingungslosen Grundeinkommen würden wir den Menschen diese Angst komplett nehmen. Und wir würden sie zum Teil überhaupt erst befähigen, an unserer demokratischen Gesellschaft, an der Demokratie teilzunehmen, beziehungsweise diese Gesellschaft erst zu einer demokratischen Gesellschaft zu machen. Weil momentan ist es halt so in der Praxis, dass viele Leute, ich kenne das auch selber, ich habe eine ganze Zeit lang Zeitarbeit gemacht, auch war dann auch im Ausland am Arbeiten, in Holland und so, um halt mein Geld geregelt zu kriegen, weil ich auch Probleme mit dem Sozialsystem hatte und mit denen eigentlich auch gar nichts zu tun haben wollte und so. Und das waren ein paar Jahre, in den ich mich politisch gar nicht einbringen konnte oder mit Politik beschäftigen. Also ich bin noch nicht mal dazu gekommen,
Zeitung zu lesen oder so, weil dazu eigentlich fast gar keine Zeit besteht. Manchmal hat man noch nicht mal Geld, sich eine Zeitung zu kaufen. Hat kein Internet, was auch ein großer Nachteil ist. Und ein anderer Aspekt natürlich, warum sich manche Leute politisch nicht betätigen, ist auch die Angst vor Repression. Dass sie, wenn man merkt, wie und wo sie sich politisch betätigen, dass sie dann eventuell Probleme mit ihren Arbeitgeber kriegen oder Probleme haben, überhaupt eine Arbeit zu finden. Und wenn wir hier erstmal die Leute befähigen, wirklich an der Gesellschaft teilzunehmen, die Leute auch dazu befähigen, ihre Kreativität zu entfesseln, dann kommen wir vielleicht auch in vielen anderen gesellschaftlichen Problemen viel weiter. Wenn wir einen echten Dialog haben und nicht Teil der Bevölkerung, wie es jetzt geschieht, immer wieder aus diesem Dialog ausschließen. Jetzt gibt es ja, das wurde ja in dem Video von For More Democracy 2011 schon angesprochen, eine ganze Menge Ängste, die die Menschen haben und die sie davon abhält, für das BGE einzutreten oder sogar dafür sorgt, dass sie dieses BGE bekämpfen oder meinen, bekämpfen zu müssen. Ein Argument zum Beispiel, was man öfters hört von angeblichen Systemgegnern ist, ja, wenn die Menschen erstmal das BGE haben, dann sind sie ja befriedigt, dann muss es ja gar keine weitere Veränderung geben. Die Leute werden unpolitisch und dann kommt natürlich noch die nächste Komponente. Das böse System kann dann wieder machen, was es möchte. Diese Argumentation kann ich mich halt in überhaupt keiner Art und Weise anschließen. Ich habe immer schon jede Art von Überlegung oder Theorie abgelehnt, die meint, man müsse es den Menschen schlecht gehen lassen, damit sie dann irgendwann Revolution betreiben und das böse System stürzen. Ich glaube nicht, dass diese Taktik funktioniert, weil, wie ich vorhin schon ausgeführt hat, werden diese Leute ja auch halt wenig Möglichkeiten haben. Man ermöglicht ihm mit dem BGE gerade ja die Teilnahme und man verändert das System. So. Weil man verändert die Wertigkeit des Systems. Weil unser Geld, was wir jetzt besitzen, besitzt auch nur deswegen einen Wert, weil wir alle es so anerkennen. Ich kann jetzt mit meinem 10-Euro-Gutschein mir ein bisschen Tabak, was zu essen kaufen oder Eintritt für Schwimmbad bezahlen. Das kann ich aber nur, weil der Kioskbesitzer, die Dame am Schwimmbad, alle dieses Geld akzeptieren. Wenn es halt zu der Schaffung eines bedingungslosen Grundeinkommens führt, dann wird sich sicherlich auch im Denken der Menschen einiges verändern. Dann wird dann teilweise wieder die Angst aufgeführt, die Ökonomie könnte total zusammenbrechen. Auch das wird in wesentlichen Bereichen nicht so sein. Also die Vorstellung, dass jetzt zum Beispiel in einer Gesellschaft, wie jetzt sage ich mal halt unser in Deutschland, aufgrund eines bedingungslosen Grundeinkommens in Höhe von
wenn es jetzt aus dem jetzigen Geldsystem geschaffen wird, sagen wir mal 1000 oder 1200 Euro, nenne ich jetzt einfach mal als Zahl, dass das dazu führen würde, dass die Leute keine Lust mehr zu arbeiten hätten, dass keine Lebensmittel mehr produziert werden. Ja, diesen Gedanken, den finde ich geradezu abstrus. Und es wird auch nicht passieren. Vielleicht wird die Ökonomie tatsächlich einbrechen. Vielleicht gibt es bestimmte Wirtschaftszweige, ja, die keinen Nachwuchs mehr finden, weil es keiner mehr nötig hat. Prostitution zum Beispiel. Wäre zu wünschen. Die Pornoindustrie hätte vielleicht auch noch Probleme, obwohl es wahrscheinlich wird es da dann auch wieder welche geben, die halt sich darüber dann auch noch einen Vorteil verschaffen sollten und selbst das noch tun würden, aber ja, das ist teilweise gar nicht mehr so sinnlos, halt bestimmte Tätigkeiten halt nicht zu machen. Vieles, was wir in unserer Industriegesellschaft produzieren, ist einfach nur schädlich, nützt jemanden und ist nur dazu da, Bedürfnisse zu befriedigen, die man überhaupt erstmal durch viel Medienaufwand schaffen muss, damit man sie überhaupt befriedigen kann, die aber keine echten Bedürfnisse sind. Und manches, was hergestellt wird, zum Beispiel von der Kosmetikindustrie oder so, ist einfach nur nutzlos und schädlich und wird aber ganz anders verkauft. Waffen hat vielleicht keiner Lust mehr produzieren. Vielleicht kommen wir damit, mit dem BGE, dann halt auch von dem Gedanken weg, dass wir ein ständiges Wirtschaftswachstum brauchen, dass wir immer mehr unsinnige Güter produzieren müssen, damit wir überhaupt leben können und am Prozess des Lebens teilnehmen können. Ein Außerirdischer, der beobachten würde, dass eine Fabrik die nutzlosen Plastiknippes herstellt und diesen dann an die Leute verkauft, die halt von der Industrie entsprechend beeinflusst worden sind, dass dieser nutzlose Plastiknippes irgendeinen Wert für sie hat. Ja. Und das fällt jetzt weg, jetzt geht diese Fabrik kaputt oder pleite. In unserem System ist das dann ein Problem. Die Leute sind arbeitslos, müssen sich einen neuen Job suchen. Sie können diesen scheiß Plastiknippes nicht mehr herstellen. Jetzt fragt sich sicherlich der Außerirdische, wieso geht es den Menschen ökonomisch schlechter und haben sie weniger zu essen, wenn sie diesen Plastiknippes zum Beispiel nicht mehr herstellen. Es müsste doch eigentlich umgekehrt sein. Es sind doch dann Ressourcen für. Das heißt, unser Denken durch diese Ökonomisierung ist teilweise in komplett falsche Bahn gelenkt. Unser Denken bewegt sich auf ökonomischen Ebenen, die künstlich geschaffen worden sind. Wir denken oft in Geldwerten, die wirklich nur Papierwerte sind. Denn der wirkliche Wert des Lebens und der Waren und von Lebensmitteln und so wird sich damit niemals erfassen lassen, sondern es ist eine momentane Einigung, auf die wir uns geeinigt haben. Aber dieses System ist halt so verankert in den Menschen, dass es halt eine gewisse Angst macht, wenn man ihnen sagt, man will aus diesem System aussteigen. Und dann gibt es natürlich noch die paranoiden Leute, sage ich einfach mal, die dann vielleicht Angst vor ihrer eigenen Nutzlosigkeit haben. Denen vielleicht einfach, ja, das Böse abhanden kommt. Die jetzt sagen, oh, dieses Geldsystem, was uns alle unterdrückt, wenn wir das so umbauen, dass wir alle damit leben können, ist es ja gar nicht mehr gefährlich. Und der ganze Mystizismus, den sie sich aufgebaut haben, verschwindet, platzt wie eine Seifenblase. Am besten finde ich ja immer noch
die Theorie, dass halt die Leute, die sich fürs Grundeinkommen einsetzen, eine neue Weltordnung bauen. Und wenn sie das dann weltweit machen, dann wird das alles von so einer Weltregierung übernommen. Warum sollte dies dann geschehen, wenn wir durch das BGE mündige Bürger schaffen? Also genau das Gegenteil davon tun, wovon diese Leute meinen, dass es eintreten würde, die wir befreien, die Leute. Und ich kann da nur insofern zustimmen, dass es natürlich wohl schon so sein wird, dass es jede Menge Widerstände vom System geben wird gegen diese Einführung dieser Grundsicherung. Weil es natürlich das Machtgefälle in der Gesellschaft zum großen Teil aufheben wird und natürlich auch die Profitmöglichkeiten ganz stark einschränkt. Und der Wert des Lebens in den Vordergrund zu stellen, das heißt, als vorderste Aufgabe von Politik und menschlichen Handelns erstmal zu sehen, alle Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen, Lebensmittel, Wohnung, halt auch eine gewisse kulturelle Teilhabe und so, das gehört natürlich alles dazu, ist ein Ansatzpunkt, wie er in der westlichen Zivilisation bisher wenig verbreitet wurde. Bisher wurden oft abstrakte Rechte verbreitet, Meinungsfreiheit, Menschenrechte, was durchaus alles sehr wichtig ist, Demokratie. Nur die Sicherung des Lebens aller Menschen, gerade weltweit. Wir sind hier in Deutschland natürlich in einer privilegierten Lage, wo es so scheint, als wäre das Überleben sowieso jetzt erstmal nicht das primäre Problem, also das reine nackte Überleben der Leute. In einem Großteil der Welt ist es das. Und darauf die Politik auszurichten, den Leuten die Ängste zu nehmen und zu sagen, wir können es schaffen, wir haben die technischen Möglichkeiten, heute in unserer Welt angstfrei zu leben und dann zu überlegen, wie gestalten wir eine Welt von morgen? Ich glaube, das BGE ist nicht der Endpunkt von irgendetwas, sondern vielmehr der Anfang einer Entwicklung. Und auch wenn viele sagen, dass mit dem jetzigen Geldsystem wird es nicht funktionieren. Ja? Ich glaube, diese Leute haben recht. Auf Dauer wird es verstehen. Das BGE muss erstmal, es gibt gar keine andere oder schnellere Möglichkeiten, wahrscheinlich innerhalb dieses Geldsystems geschaffen werden. Möglicherweise kann dies aber nicht der Endpunkt der Reise sein. Deswegen schlägt zum Beispiel Destiny vor, halt dies nur als erste Stufe zu sehen zur Schaffung eines weltweiten Systems, nämlich hier, mein Teddybär hat schon das entsprechende T-Shirt, Equal Money System. Dass man dann im zweiten Schritt sich dafür einsetzen kann, die Geldschöpfung, überhaupt das Geld, grundsätzlich an das Leben des Menschen zu koppeln. Es ist im Prinzip nur eine Rechnungseinheit, aber halt mit dieser Rechnungseinheit nicht den Besitz oder die Macht einer bestimmten Organisation zu beschreiben, wie der Federal Reserves zum Beispiel, sondern halt diese Recheneinheit an den Menschen zu bilden und binden und sagen, jeder Mensch hat diesen Wert und den drücken wir halt auch entsprechenden Zahleinheiten aus, dass er die Möglichkeit hat zu leben, weil wir wollen ja das Geld nicht abschaffen, das ist ja ganz praktisch. Wir wollen auch nicht zum Tauschhandeln zurück, sondern wir wollen weltweit ein System,
was den Mensch, das menschliche Leben, das Leben überhaupt in den Mittelpunkt stellt und sagt, das ist unsere größte Aufgabe, das Leben zu schützen und gemeinsam zu überlegen, wie wir auf diesem Planeten zusammen mit allen Tieren, Menschen, Pflanzen nachhaltig vielleicht noch tausende von Jahren leben können und werden. Ja, das war's erstmal soweit, meine Gedanken. Wie gesagt, ich mache einen Link auf das Video von For More Democracy 2011, die Geldsystemverschwörung. Dann setze ich noch einen Link rein auf ein Video. 1. Mai ist Tag des Grundeinkommens. Da kann man dann, da wird dann vorgeschlagen, halt das YouTube-Logo und nochmal bei Facebook ist das Facebook-Logo entsprechend anzupassen, dass man auf diesen 1. Mai aufmerksam macht. Den 1. Mai selber kann man natürlich auch nutzen, wenn man auf entsprechenden Kundgebungen ist, da ist ja einiges los, sich vielleicht auch dort fürs bedingungslose Grundeinkommen einzusetzen, zu werben für ein Leben ohne Angst. Das war's, was ich jetzt mit diesem Video sagen wollte. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ein angstfreies Leben.